Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 auf dem Friesenmarsch im Multiplayer-Spielstand. Ja, wir stehen hier aktuell an der Raffinerie. Ja, Trigger ist wieder da. Raffinerie stand einfach ein Stück zu tief irgendwie in der Erde. Warum? Weiß ich nicht. Habe in der XML-Datei nachgeguckt. Hier sieht man, unser Trigger steht hier ordentlich auf der Erde, versackt nicht mehr sozusagen. Das war dasselbe wie beim Silo, dass das schon mal der Nullpunkt oder die normale Höhe ist ja hier 100 und der stand bei 99,8. Deshalb konnten wir ja nicht ausladen. So, habe ja schon eine Ladung Sonnenblumen hergebracht und Schweinefutter eingeladen. So, das ist das eine. Ja, Spiel, warum war das Spiel abgestürzt? Ich weiß es nicht. Zum Glück, ja, es war nur mein Spiel auf den Rechner abgestürzt. Warum auch immer, in der Log steht nichts drin. Also in der Log stand drin, dass wir das Klärwerk gebaut haben. Ja, dann ist Schluss in der Log. Ne? Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht, bin dann natürlich mit Alt F4 raus aus dem Spiel, habe dann mein Spiel neu gestartet, bin wieder auf den Server drauf und konnte ganz normal weiterspielen, weil der Server lief, der Server war nicht abgestürzt, auf dem Server war das Spiel komplett in Ordnung, keine Ahnung. Ja. Aber das war mein eigenes Spiel auf meinem PC, was sich aufgehängt hat. Tja, Leben satt gehabt wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ne? Zu viel gearbeitet, ne? Könnte man jetzt meinen. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen, wie gesagt, eine Lok steht drin, ich habe mein Klärwerk gebaut, ohne irgendeinen Fehler und dann war die Lok alle. Ne. Ihn schicken wir ja erstmal zum Hof zurück und zwar bei die Tiere und dort wollen wir an nicht an Kuhstall in der Futterfabrik werden wir unser Schweinefutter ausladen, denn ich glaube bei den Tieren waren mittlerweile genug drin. Hier wollte ich gucken, genau, bei den Schweinen ist genug drin. Wir werden es aber in die Futterfabrik schütten, wir werden es hier mitnehmen, weil das kann ja dort bleiben. Vielleicht verkaufen wir es auch, ich weiß es nicht, ne. Meine Verkaufen ist auch gutes Stichwort, weil wir müssten ja unbedingt was tun, ja, dass mal da Geld aufs Konto kommt. Ne? Es ist ja ganz wenig drauf. Ne? Wir sind im Dezember und Dezember, Januar ist eigentlich immer ein guter Zeitpunkt, um Silage zu verkaufen, ne, wenn ich mich so recht entsinne. Als Silage ist, glaube ich, weiter unten. Ne, nee, so weit unten Silage auch nicht. Kann ich wieder nicht gucken. Da steht sie doch. Wir haben aktuell den besten Preis an der BGA Süd sozusagen. Genau, mit 348. Und ja, theoretisch könnte man noch einen besseren Preis im Januar erzielen, wenn man der Kurve hier glauben kann. Können wir warten? Ich denke mal, wir werden sonst eventuell auch die Nacht überspringen. Wir werden aber auf jeden Fall, bevor wir die Nacht überspringen, meine, es ist schon relativ dunkel hier, 15:41 im Dezember, werden wir auf jeden Fall noch eine Ladung Sonnenblumen hier hochfahren an die Raffinerie. Das könnten wir eigentlich mit den anderen machen, obwohl den hatte ich hier hergestellt, der sollte eigentlich hier, glaub, wir laden mal hier den Mist auch noch ein. Den hatte ich noch hergestellt, bevor ich das Spiel beendet habe dann. Und werden mal bei den Kühen noch vorbeifahren, den Mist holen, den kippen wir mal noch in die Multiproduktion, weil da steht schon da, der ist in 22 Stunden alle, der Mist in der Multiproduktion. Raffinerie Sonnenblumen ist klar, Spinnerei Baumwolle und Wolle lassen wir so, die soll ja leer werden, die wollen wir ja umsetzen, die Spinnerei und die Kleidungsfabrik oder beide Spinnereien, da müssen wir mal gucken, dass die leer laufen und dann tun wir die woanders platzieren. Ne? Ja, viel Mist ist ja auch nicht drin. Kriegen wir gerade mal noch 11.913 Liter zusammen. Ja, und hier draußen unsere Silageballen werden natürlich am nächsten Tag auch entsprechend vergoren sein. Die können wir wegbringen. Ich habe zwei Ladungen Gülle jetzt schon ins Klärwerk gebracht. Dort ist die Gülle komplett leer. So, ich weiß nicht, wie es aussieht oben in... Alter, müssen wir mal hier gucken. Fällt mir gerade so ein, welches Klärwerk sage und Gülle, weil im Hinterkopf habe ich noch, dass wir das Klärwerk noch einfahren müssen. Am Kompost, da haben wir natürlich auch 241.000 Liter Kompost schon wieder produziert. Den brauchen wir ja aktuell nicht. Also wir brauchen den schon, um das Konto aufzubessern. Ja, das ist richtig. Siliermittel... Kompost, hier ist er. Ja, also ganz schönes Durcheinander. Ne?
739 steht da mal als Höchstwert drin. Und aktuell kriegen wir 719 an der Gärtnerei. Sollten wir vielleicht auch drüber nachdenken, das auch zu verkaufen. Ich meine, ich bin da jetzt nicht abgeneigt. Immerhin ist es wieder etwas Geld, ne? So, wir werden aber eins machen. Wir werden mit Ihnen ja erstmal das Klärwerk einfahren. Ne, wir wollten mit Ihnen noch Sonnenblumen in der Raffinerie bringen. Dass dort Diesel produziert wird. Meine, alles können wir nicht zu Diesel machen, oder ja? Meine Sonnenblumen brauchen wir aktuell, glaube ich, nirgends woanders, außer in der Raffinerie, ne? Meine, er bringt dann auch noch mal eine Ladung Schweinefutter mit, ne? So, Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sonnenblume. Meine, wir können schon noch die ein oder andere Ladung hinbringen. Aber wir schicken ihn von Hand hoch zur Produktion, hier Industriegebiet und dort Raffinerie anliefern. Also in den Safe Game, was ich auch am Dienstag hochgeladen habe, nach dem Absturz, das ist das Safe Game, wo schon der Trigger für die Raffinerie geändert ist und auch schon ein Klärwerk, was angeliefert ist, also Gülle. Ne? Wenn ich mich nicht vertan habe, ich hoffe mal, das passt. Ne? So, wir brauchen aber eigentlich am besten einen anderen Trecker. Wir nehmen hier drüben den Glas. Da werden wir unten die Kurse einfahren. Weil da könnte man nämlich den LKW dann auch noch ein bisschen Gülle fahren lassen. Obwohl, schwierig, könnte man vielleicht auch einen Trecker machen lassen, weil den LKW braucht man eigentlich, um die Ballen zu fahren. Wenn wir das überhaupt alles schaffen, was ich hier vorhabe, ne? Jetzt weiß ich gar nicht. Oh, erkenne ich das von hier aus noch? Nee, keine Ahnung. 1, 2, ich denke mal, die 3 wird frei sein. Also mit 3 meine ich jetzt die Parkplätze in der Durchfahrtshalle, dass ich ihn hier irgendwo hinschicken kann. Wie gesagt, ein Schwein, die Gülle ist alle. Von daher könnten wir eigentlich auch einen Trecker mit Drehschemel nehmen und könnten ihn dann Gülle holen lassen. Wir haben ja hier, ja, ich sag mal 3 Trigger. Ne? Die werden wir auch entsprechend einrichten. Wir haben ja einmal die Zone fürs Anliefern, wenn wir Gülle herbringen sollten. Dann haben wir... Ich glaube, das ist immer noch hier oben drin. Hier hat noch keiner weitergemacht, ja. Nur auch mal ein Autodrive-Kurs von Rostock hier rumgebastelt, ne? So, ihn schicken wir mal dorthin zum Parkplatz. Dann gucken wir mal, dass er dann unseren Palettenauflieger kriegt. Dass, wenn wir die Nacht übersprungen haben, dass wir dann sozusagen Silage verkaufen können. So, hier kriegt man einmal Gülle abgeladen. Dann haben wir vorne die Ausgabe für den Kompost und vorne die Ausgabe fürs Wasser. Ne? Die 3 Punkte werden wir anfahren. Mehr Trigger dürfte es ja eigentlich meines Erachtens nicht geben. Ne, mehr sehe ich auch nicht. So, ist klar, wir sehen nichts. Das passt soweit. Ja, natürlich nicht. Nicht lenken. Ja, geht natürlich eindeutig besser, wenn wir auch in den Editor-Modus anschalten. Wir haben ein relativ langes gespannt zum Teil. Deshalb werden wir hier einen Punkt setzen. Klärwerk Gülle. Wird das? Nee, das müssen wir Klärwerk Anlieferung nennen.
Wir könnten ja theoretisch auch Gärreste herbringen. Ne? So, den gleich mal mit denen noch verbinden. Den können wir hier schon mal ausmachen. Wir brauchen natürlich auch noch einen Kurs hier drüben lang, wo wir rausfahren entsprechend. Wir kommen ja einmal von hier hinten. Oder jedenfalls werden wir das von hier hinten einrichten. Wie sieht das hier aus? Wir kommen dort reingefahren. Das passt soweit. So, hier vorne müssen wir natürlich auch dann das Wasser abholen. So, und jetzt müssen wir natürlich auch jetzt hier relativ dass wir hier entsprechend rauskommen, auch in die andere Richtung. Ich hoffe mal, er kommt da noch rum. Ne, das ist zu, das wird zu eng. Das wird zu eng. So, einmal weglöschen. So, den nehmen wir hier auf jeden Fall ein Stück zurück. Ne, beziehungsweise lassen wir den. Das werden wir auf jeden Fall einmal verbinden. Na, das wird auch nichts. Brauchen wir da vorne erstmal noch einen Punkt dazwischen. Weil wir müssen ja auch zu der Seite wegfahren können. Hier müssen wir uns mal noch einen dazwischen machen. So, passt das ganz gut. Hätte ich gleich mein Dings hier lassen können. Und dann werden wir einmal hier hinten abzweigen, damit wir hier die Kurve besser kriegen. Und da können wir dann denjenigen, der Wasser abholt, natürlich auch auf der Strecke fortschicken, obwohl der nochmal hier hinten auch noch mal rausfahren muss dann, ne? Der Wasser abholt. Der muss ja auch noch mal hier nach vorn rausfahren können. Den werden wir von hier wegnehmen. Und hierhin. Ja, und noch als Nebenstrecke, damit die nicht auf die Idee kommen, wenn sie von dort hinten kommen, dass sie ja abkürzen irgendwo. Das könnte ja durchaus passieren, ne? So, hier kriegt man dann unser Wasser. Dann müssen wir auch ein Stück weiter rüber, wenn der LKW rumkommt, nicht, dass er hängen bleibt. Das müsste eigentlich so reichen. Eine Abholung braucht man eigentlich nicht hinschreiben. Ist klar, dass wir hier bloß Wasser kriegen. Ne? Und dann sollten wir von da aus hier auch so die Kurve kriegen. Kann er in beide Richtungen weg. Und wir brauchen natürlich für ihn hier noch eine Zufahrt.
wenn wir hier überhaupt Wasser abholen. Ne? Das ist natürlich die andere Seite. So, dann brauchen wir natürlich noch hier was, wo wir unseren Kompost abholen. Aber irgendwie wird es hier ganz schön dunkel schon, ne? So, sollte eigentlich mittig unter dem Trigger stehen. Ist wieder natürlich ein Vorteil, wenn man. Ich war zwar der Meinung, ich hatte jetzt hier auf den Knopf gedrückt, aber ja. So ist das manchmal. So sollte man eigentlich schon mit dem Hänger entsprechend drunter stehen. Oder wir gehen noch. Ja, doch, der Punkt reicht und so. Einmal binden wir hier nach vorne an, einfach. Weil das würde er ja nutzen, wenn er rechts rum weg will. Und dann müssen wir ihn natürlich. Mehr brauchen wir nicht. Er kann ja auch dann davon links rum wegfahren. Wenn er die Runde hier nimmt, kann er auch dort links rum wegfahren. Das können wir so lassen. Das reicht so. Den schieben wir mal hier noch ein Stück weiter vor. Kurz hier einen Abzweig schaffen, damit wir hier umfärben können. So, brauchen natürlich jetzt hier noch eine Anbindung. Was natürlich passieren kann, dass wenn er hier beladen wurde, dass er nicht hier rüber fährt, sondern dass er geradeaus fährt. Das kann durchaus passieren, dass das nicht weit genug ist, wenn er jetzt losfährt nach der Anlieferung. Gut, das werden wir sehen. Das werden wir erleben, ob er da abbiegt oder nicht. Oh, was ist das jetzt hier für eine Kante. So, dann brauchen wir natürlich noch eine Einfahrt. Wir könnten auch die Einfahrt hier nehmen, habe ich erst überlegt, in der Mitte einzufahren. Dann könnten wir so rum rausfahren und wieder weg und naja. Gut, weiß ich nicht, was da die beste Lösung ist. Hatte mir jetzt auch weit hinten hingesetzt. So, das können wir gleich so rum nutzen. Und hier brauchen wir natürlich noch einen Punkt dazwischen. Klar könnte ich mir jetzt den anderen ranziehen, aber ich mache hier einfach noch einen dazwischen. Ach so, das will er noch nicht. Moment, ein Stück vorfahren. Weil wenn er hier noch keinen. Wenn keinen weiteren Punkt hat, weiß er ja nicht, in welche Richtung das geht, ne? So, das sollte passen. Wir werden von hier abzweigen nach dort. So, dann müssen wir erstmal das Klärwerk eingebunden haben, ne? So, wie gesagt, das kommt natürlich. Eigentlich gleich mal hier von den Ordner weg und zwar in den normalen Produktionsordner, weil das ist ja eine Produktion, die auf der Karte steht, ne? Also an, wie soll ich jetzt sagen?
Ja, nicht in einem bestimmten Gebiet, weil das hier wird das Industriegebiet, Feld 20 ist klar, ne? Das Industriegebiet wird erhalten bleiben, Feld 20 nicht, ne? Das wollen wir ja wegen Precision Farming entsprechend wieder platt machen, dort die Produktion. Hier genau, Labor. Moment. Das muss ja auch alles hier runter. Das können wir auch gleich erstmal alles hier runterziehen. Labor muss hier mit rein. Malzfabrik ist zwar oben alles. Naja, könnte man auch schon drei Produktionen an einen Standort, könnte man ja sonst auch schon entsprechend. Aber ne, das passt schon so. So, ihn schicken wir jetzt hier erstmal zurück zum Hof. Wo fährt denn er mal verschreckt hin? Ich glaube, hier vorne müsste frei sein, ne? So, hier machen wir mal vorsichtshalber aus, nicht, dass ich wieder irgendwas anklicke. So, wir sehen, wir haben einen Trigger, also wir können ja wieder Sonnenblumen abkippen. Warum die Produktion plötzlich tiefer steht, kann ich euch nicht beantworten. Ne? Also im Placeables findet man das ja, muss man halt nach Raffinerie suchen. Und dann sieht man ja bei den drei Werten, ich habe ja Länge, Höhe, wie hoch sie steht und Breite, glaube ich. Ne? Ja, und bei der Höhe stand sie eben auf 99,8. Und damit steht die unter der Erde. Und hatten wir schon gesehen, dass der Trecker auch so relativ weit im Boden stand. Ne? Und von daher ging das nicht abzuladen. So, die Ladung Schweinefutter wird noch voll. Ihn können wir dann auch zum Hof schicken. Und zwar hier hin. Da steht noch der andere rum, den müssen wir ausladen. Halt. Es war ja gar nicht voll. Es war ja nur Lohn, den wir gezahlt haben. So, 16 Uhr, ne? Müsste natürlich auch ingame-technisch entsprechend was verteilt worden sein. Wir haben 30.000 Liter Abwasser bekommen schon, ne? Das ist das, was in unserer Produktion drin steckte. Abwasser ist aktuell wieder ausgeschaltet. Ich lasse es erstmal noch aus, weil wir können ja da sehr, sehr viel verarbeiten. Ne? Wir verarbeiten ja 20.000 Liter und das Ganze 20 Mal pro Ingame-Tag. Ne? Also, das können wir mal noch auslassen. Ne? Das geht schon. So, er steht hier. So, ihn verpasst man natürlich jetzt hier im Kurs, und zwar abholen, abliefern. Egal, wie sich der Preis entwickelt, ne? Komposter abholen. Weil wir haben ja bloß den einen Verkaufspunkt an der Gärtnerei und das wird einfach verkauft, ne? So, Verkauf, Getreide AG nicht, aber Gärtnerei nehmen wir. Wir nehmen natürlich Kompost. Wenn wir hier Kompost haben. Da ist er. Er hat zwar hier 7 Touren drin, wir schränken es auch nicht ein. Irgendwann ist der Kompost leer und so lange kann er fahren. Ne? So, wir sehen schon an der Raffinerie, es tauchen langsam grüne Zahlen auf. Futterfabrik braucht man auch Heu, können wir uns dann auch drum kümmern. Ne? So, ich wäre erstmal die Nacht überspringen. Da habe ich jetzt irgendwas vergessen. Ne? Wir wollen am nächsten Tag Ballen verkaufen, damit wir heute noch ein bisschen ihr Geld auf dem Konto sehen. Ne? Denn wenn ich so auf die Uhr gucke, die Zeit, die rennt, die rennt, die rennt, die rennt. Ne? So, 9 Uhr. Ich meine, was sollen wir sonst im Januar machen? Ne? Wir hätten vorher noch nach dem Wetter gucken können, ja. Meine Februar wird dann schon interessanter. Da könnte man irgendwo Baumwolle ansehen. Wir brauchen aber keine. Ne? Unsere müsste eine ganze Zeit reichen. Ich wollte sagen, wer brummt da hinter mir? Ne? So, Spinner. Ach ne, Sägewerk sind. Ach, das Bretter ist voll. Ich dachte schon, das ist ausgegangen. Ne? Also Spinnerei, Baumwolle und Wolle wird alle, ne, ist klar, aber wie gesagt, Sägewerk, Bretter, gut, könnte man auch schon wieder verkaufen, aber das lassen wir erstmal da dabei. Und so wie es aussieht, steht er ja nicht auf der Straße, also wir haben einen Leerparkplatz getroffen gehabt, ne? Oh ne, hat man nicht, da stand der andere L, er hat es weggeschoben.
So, er war sozusagen nicht leer, der Parkplatz. So, wir schauen gleich mal hier vorne nach, dass wir die Ballen nehmen. Wir haben, glaube ich, auch noch 800.000 Liter Silage, was wir gesehen hatten im Lager. Das ist natürlich richtig. Da müssen wir aber mal gucken. Das ist schade, dass man den Futterroboter nirgends aufgelistet sieht, ne? Da müssen wir mal hingucken, weil hier liegt nicht mehr allzu viel Silage drin. Silage haben wir 369.000 Liter. Eine Million geht rein. Also hier können wir noch mal reichlich Silage herfahren. Die Silage wird natürlich von diesen 800.000 mitgerechnet, ne? Da dürften sozusagen, wenn ich richtig liege, dürften dann nur hier in unserem Ballenlager 500.000 Liter Silage drin sein, oder? Ist das so? Silage 20% und 418.000, genau. Wo liegen die anderen 100? Hier haben wir doch keine mehr. Ist hier noch Silage drin? Nee. Ach doch, hier haben wir auch noch 65.000 Liter Silage drin. Von 400.000. Ach, das ist die Multiproduktion. Okay, so da sind wir ja schon bei diesen 500. Die braucht ja auch Silage. Okay, also die wir in unserem Lager dort haben, die werden wir entsprechend nicht verkaufen. Die werden wir dann verteilen. Ich denke mal, wir müssen vielleicht auch irgendwann in größeren Stil irgendwo Silage machen, ne? So, hier einmal aufladen. So, wo geht's hin mit der Silage? Vorhin war es ja BGA Süd. Mal schauen, ob es so geblieben ist. Und 346 ist Gewächshaus, da können wir es auch nicht hinbringen. 343 ist BGA Süd und Nord 340 und Gärtnerei 341. Also, ja. Gewächshaus und Multiproduktion ist klar, ist ja uns, ne? Fahren wir zur BGA Süd runter. Eigentlich wollten wir auch einen Güllefahrer einstellen, ne? Ja, gut. Die Ladung werden wir jetzt noch verkaufen. Denn wir haben ja richtig Geld über Nacht gelassen, ne? Also die Nacht kostet uns fast 100.000 mittlerweile. Hat man nicht 100 Bahnen 40.000 auf dem Konto? Meine 10.000, die Werkstatt ist klar. Ne? Ja, die Produktion kosten ja auch immer mehr Geld. Ne? Wir können in meine Statistik reingucken, wo wir das Geld gelassen haben. Ach so, ich weiß gar nicht, auf welcher Seite lade ich ihn ab? Bestimmt nach links, ne? Wir können auch auf der Plattform abladen. Das geht doch auch, oder? Ging das nicht auch? Doch, das ging. Wollte bloß die Gurte abmachen, ne? Ach nee, will er nicht. Okay. So, Moment. Warum sehe ich jetzt die Abladeseite nicht? Ja, hier abladen ist klar. Sag ich doch, dass wir nach links abladen. Ja, war doch so. Ja, Umweltbonus 1206, das ist eine verkaufte Ladung Silage, verkaufte Ladung Kompost, ne? Wir verkaufen jetzt hier die Silage. Oder auch nicht mehr.
Moment. Ach so, hätte ich es nicht aufladen sollen. Einige werden es vielleicht schon gesehen haben, ne? Wenn man hinguckt, sieht man das auch ganz deutlich. Er sagt mir, ich habe Gras aufgeladen. Waren die noch nicht fertig? Ne, die sind erst bei 83%. Wann haben wir denn die Ballen gemacht? Die Ballen haben wir doch nicht erst im Dezember gemacht. Die haben wir doch im November, glaube ich, gemacht, oder? Ja, so ist es. Ja, da wird es nichts mit Geld, ne? Das war nichts mit Silage verkaufen, ne? Nehme ich es wieder mit oder lasse ich es hier stehen? Ich nehme es wieder mit. Wenn wir dann woanders hin müssen, weiß ich nicht mehr, dass hier welche steht. Ja, die werde ich zurückfahren, aber das werde ich dann machen, ne? Wir wollten noch gucken, was wir. Oben ist noch irgendwas voll geworden. Ja, Sägewerk, Bretter ist voll und Getreidemühle, Mehl ist voll. Na gut, ja, müssen wir was anderes verkaufen dann, ne? Aber das werden wir dann auch am, denke ich mal, Freitag sehen. Denke ich mal, Freitag werden wir von der Marsch wieder entsprechend live sein auf Twitch, ne? Ich wollte mal hier nach den Kosten gucken, was wir mittlerweile so richtig. Richtig, Produktionskosten, ja, 57.000 und es stehen im Januar auch schon 23.000 drin, wo wir so richtig Geld lassen. Und ich denke mal auch, Kreditzins bezahlen wir schon 10.000, ne? 22 an Lohn, ne, was so über den Tag weggeht. Aber warum entfernen es dann, ach hier, 104.000, ne, Landkauf, ist klar. Ist ja das Grundstück fürs Klärwerk. Ach ja, 72.000 Betriebskosten Gebäude. Ne? Was sind dann Produktionskosten? Also wir werden uns ja 0,72 Uhr und die 10 Kredit und die 10 an die 10.000 für die Werkstatt ist hier mit drin, ne? Ja, fast 100.000, was wir schon in der Nacht bezahlen müssen, ja. Nur gut, dass er ja auch ein bisschen Kompass verkauft, ne? Gut, wie gesagt, die fahren wir zurück zum Hof, weil mir war eigentlich so, dass die schon fertig sein müssen. Aber das kann ich jetzt auch mit den Silageballen auf der Rostock verwechseln. So geht das nämlich los, ne? Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr sonst am Freitag live auf Twitch dabei seid. Bis dahin und tschüss.